Willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin. Weiter machen wir also mit der kompletten Erkundung Sinnohs. Das heißt, wir schnappen uns alle Items, die da so auf dem Weg liegen, wozu wir die VMs brauchen. Und im Erzelingentor, da oben waren wir schon, haben alles einkassiert, was es da noch so gab. Ich bin jetzt mir ganz unschlüssig, war hier noch was? Ich glaube nicht. Dann können wir weitergehen, wenn uns kein wildes Pokémon auffällt. Tut es nicht. Was ist denn hier los? Da scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Okay. Da hätten wir alles und gehen jetzt von Jubelstadt Richtung Norden. Da waren wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Oder vielleicht sogar noch länger. Ich kann mich erinnern, irgendwas war da. Da hat man irgendwie Surfer gebraucht oder sowas. Gucken wir uns mal an. Knofenser haben wir schon. Ansonsten wollen wir natürlich alles einkassieren. Was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, Bloody Platin, hey. Das ist das längste Projekt ever. Es feiert noch sein einjähriges Projektjubiläum. Hier, das meine ich. Da müssen wir mal hin. Und dann ist es ohnehin schon das längste von der Dauer her. Und vielleicht hat es noch die meisten Parts. Wird es Mario Galaxy 2 mit 139 Parts übertreffen? Das wird knapp. Aber von der Länge, von den Minuten schon lang übertroffen. Das ist Fakt. Copy Blues. Ja, ich habe mir schon damals, wo ich angefangen habe, gedacht, das dauert einen Moment, bis ich das fertig habe. Aber irgendwie habe ich es doch krass unterschätzt. Aber ich habe immer noch Spaß dabei. Hier auch? Guck mal, da kann man auch runtersurfen, so theoretisch. Es gibt ja wirklich noch Orte, das ist das komische Pokémon-Haus, die komische Villa da. Und auch dort liegt ein Item. Das sieht aus wie ein Enton. Enton? Vielleicht eins von denen, dem wir die Kopfschmerz... Tabletten, das Gegenmittel verabreicht haben, ist hierhin geflogen. Der Weiß war ja gar nicht so weit von hier. Seerauch. Sehr gut. Lajo, auf deiner Krone surfe ich über das kühle Nass. So, jetzt kommt mal wieder ein neuer Burner hier und zwar. Nuturzel. Oh ja, den haben wir noch nicht. Interessantes Vieh der dritten Generation. Ja. Und das sollte machbar sein. Er heult. Er heult mir die Ohren voll. Das tut mir leid. Aber ich garantiere dir, in meinem Hyperball sieht so gar nicht mal so schlechter aus. Vielleicht. Eins. Zwei. Drei. Und drin ist das Ding. Naturzel wurde gefangen. Hervorragende Arbeit, Detektiv. Naja, Standard. Es sieht aus wie eine Wasserpflanze. Es dient den Pokémon, die nicht schwimmen können, als Fähre. Ja. Aber auch Geld dafür verlangen, ne? Relaxo. Ja, welche Pokémon? Knofenser oder Myrabla. Ja, das ist es. Ja, hier sind wir eigentlich ganz gut dabei. Lauter Level 9 Pflanzen, die wir noch nicht haben, aber jetzt gleich einkaufen. Noch können wir uns ja wild durchs Gemüse schlagen. Später werden wir dann gucken, welche Pokémon fehlen noch, wo finden wir die am besten und was können wir tun. Beutel. Ich greife mir an den Beutel und setze einen Hyperball ein. Myrabla sollte jetzt wohl auch keine großen Probleme bereiten, das würde mich doch sehr wundern. Dass ein kleines bisschen Unkraut da hier für Ärger sorgt, aber wir haben alles schon erlebt. Jawolski. Tagsüber verankert es sich mit seinen Wurzelfüßen im Boden. Nachts wandert es und verteilt Samen. Box 7. So, kann ich weiter oder will noch... Knofenser ist das Gegenstück von Myrabla auf jeden Fall. Na, jetzt hätten wir wohl hier erstmal alles. Jetzt kommen wir in eine Höhle, die wir noch nicht ganz erkunden konnten und das jetzt aber tun werden. Und vor allen Dingen... Gibt es ja auch legendäre Pokémon. Ob wir die treffen, ist unwahrscheinlich. Die Chance besteht zu 1%. Das heißt, wenn wir 100 wilden Pokémon hier begegnen, müsste theoretisch hier eins dabei sein. Ich kann natürlich aber auch sehr viel Pech oder sehr viel Glück haben. Muss dementsprechend fangen oder nicht fangen. Also begegnen oder nicht begegnen. Tja, stattdessen so ein komischer Flunkiefer, den wir eh schon haben. Aber er ist viel später gefangen. Hier waren wir noch nicht, glaube ich. Mal gucken, was das hier gibt.
Geht die Höhle hier echt so viel noch weiter? Ein wildes Labras! Das ist doch auch nett. Was wir nur einkassieren? Labras findet man eigentlich. Findet man das irgendwo wild? Also ich bin immer so fokussiert auf die erste Generation, da bekam man es nur in der Silph-Co. geschenkt. Ein Bettlaken. So, komm. Das sollte eigentlich dann ganz gut aussehen nach zwei Trugschlägen. Ah, machen wir noch einen dritten, ne? Ich kann mir vorstellen, dass Labras nicht mehr so eine einfache Nummer ist. Aber wir sind noch in der Höhle. Und hier funktionieren auch Finsterbälle. Nicht? Na, 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 na. Hydra Pomba. Ein schöner Versuch. Ja, der hat's schon drauf. Das kann man nicht anders sagen. Labras ist schon nicht schlecht. Deswegen nehme ich ihn jetzt mit. Ein Labras noch mitnehmen, bitte. Er wehrt sich. Müssen wir hier wirklich schwere Geschütze auffahren? Na gut, Statusveränderung. Ja, der Voltec tut eine Pflicht. Du Wicht. Siehst du das denn nicht? Das fällt ins Gewicht und du gehst vor Gericht. Ja. Antun kann uns dieses Labras trotz Level 52 oder gerade wegen Level 52 nicht viel. Labras ist pyralisiert. Wie ich zu sagen pflege. Mal sehen, was du jetzt von so einem Hyperball hältst. Es wäre doch schön, wenn wir uns jetzt einig werden. Eins. Hey, ein Fortschritt, Leute. Ihr könnt es mir nicht verdenken. Ich glaube, mit deinen komischen Wasserattacken weiter auf meine Pokémon ein. Was haben wir denn noch für Bälle? Finsterball 41. Wir haben sogar mehr Finsterbälle als Hyperbälle. Also los. Nimm dich mit. Eins. Zwei. Drei. Na, also. So geht das. Labras wurde gefangen. Ja, da haben wir ein schönes Vieh. Im Sack. Im Kasten. Es liebt es, das Meer mit Pokémon und Menschen auf den Rücken zu überqueren. Es versteht die Menschen. Wow. Das ist ja den anderen Menschen voraus. Wer versteht schon die Menschen, ganz ehrlich? Da könnte es weitergehen. Aber was erwartet uns hier? Ich habe keine Peilung. Wir haben quasi zwei Wege momentan. Unnötig viele Zertrümmererfelsen irgendwie quer im Weg. Naja. Na, 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 na. Das ist doch... Naja, komm, nehmen wir uns jetzt her. Dieses Item ist es wert, oder? Dieses Item da, das ist schon ein Mords-Item. Das ist... Glücksrauch. Muss mal gucken, was damit auf sich hat. Sag mal her. Blub, 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 blub. Nicht, dass wir das gebrauchen können. Da hatten wir Seerauch. Typ Wasser. Okay. Ist ja tausendmal besser, als was wir hatten mit Münzamulett. Wer will? Phlegmon. Aber haben wir leider schon. Ich hatte für einen Moment überlegt. Klar haben wir Lashoking, aber Phlegmon? Auf jeden Fall haben wir ihn. Haben wir denn Larmus? Das ist eine Frage, die es zu hinterfragen gilt. So, räum hier auf. Was ist denn das hier für eine Unordnung? Ich schicke gleich die Oma Ilse. So, das ist schon mal nichts, aber wo führt das Wasser noch hin? Gucken. Da muss es noch etwas geben. Nicht viel, aber etwas. Bronzong! Alter Käse. Bronzong! Na, 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 na. Aquawelle. Vernünftig, aber nicht, dass ich das jetzt gebrauchen könnte. Aber eine interessante Technik. Ja, wenn es das war, dann gehen wir wieder zurück, ne? Hier geht's nämlich weiter. Quabbo! So!
Ja, leider kein legendäres Pokémon hier getroffen. Das werden wir noch nachholen müssen. Beim ewigen Projekt. Guck mal, hier ist ein Busch. Genauso was mein ich. Deswegen erkunden wir den ganzen Krimskrams nochmal. Ihr merkt es in diesem Part, ne? Die. Und du bist? Hey, bist du wissbegierig? Ich frage mich, ob dies aus einem bestimmten Grund. Ich bin Lehrerin an der Trainerschule und immer auf der Suche nach engagierten Schülern. Aber bevor du in den Unterricht kommst, gebe ich dir diese TM. Wow. Du bist eine ziemlich nette Lehrerin und wir sind hier ziemlich alleine im Wald. Und jetzt erzählt die mir noch von. Naja, Liebreiz. Ja. Interessant. Und das nur, dass man die besser sieht, oder was? So, okay. Das hier verstehe ich jetzt auch nicht ganz, aber hey. Da scheint nichts weiter zu sein. Oder sind wir schon in Flori? Guck mal, da können wir so hingehen. Bringt uns aber irgendwie nichts. Ja, willkommen, Flori. Willkommen zurück. Aber ich heile mal meine Pokémon bei Lapras. Hat Sherox und Elevoltaik schon ein bisschen verhauen. Kann man nicht anders sagen. Ding, 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 ding. Die funkelnden Bälle, die sagen noch alles. Pokebälle. Gehen wir erstmal nach Norden. Weil hier gibt es ja die Weide, die Aue, oder wie auch immer das hieß. Die Auen von Flori. Und da liegen ja auch noch Items. Da kommen wir auch noch hin. Fragt mich jetzt nicht wie. Aber da kommen wir auch noch hin. Ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Honigbäume im Bladi-Blati nicht funktionieren. Dass einfach keine Pokémon einprogrammiert worden sind. Weil es halt echt ein Gedöns ist. Aber im originalen Diamant habe ich da natürlich versucht, einen Mamfaxo zu finden. Das war schon eine Qual. So, komm, ich würde mal gerne wieder Bälle kaufen. Weil irgendwie sind es immer weniger geworden. Ah, ich kämpfe auch wie ein Wilder, ne? So. 71. Und die Finsterbälle und so, naja, haben wir ja noch. Netzball. Naja. Ich glaube, für den Moment haben wir genug. So, im Kraftwerk dürfte nichts mehr sein, oder? Aber hier gibt es noch interessante Pokémon. Hey, und da können wir vor allen Dingen surfen ohne Ende. Ja, guten Morgen. Den haben wir natürlich. Den haben wir hier damals auch schon gefangen. Und hat sich mittlerweile prächtig weiterentwickelt. Zu einem Elevoltaik auf fast Level 100. Ja, ich gucke nur mal kurz im Kraftwerk. Man weiß ja nie. Aber da kann man bestimmt keine VM gebrauchen. Nee. Das ist nur Quark. Das war ja auch schon alles. Ich habe die gar nicht wieder besucht, oder? Der Wind, der von den Bergen in das Tal weht, wird von den Turbinen des Windkraftwerks in Energie umgewandelt. So wandeln wir die Kraft der Natur in Energie um. Eine wunderbare Sache. Ah, okay. Rheinhessen. Rheinhessen stehen auch sehr viele, sehr viele, sehr viele Windräder. Aber wirklich so Dinge, aber halt nicht so hier zwei Mann groß, sondern davor stehst, denkst du auch hier. Ja, wirklich Hunderte stehen da irgendwie in der Gegend rum. Wassersurfen, Wassersurfen, Wassersurfen. Gucken wir erstmal links, weil ich glaube nicht, dass da viel ist. Und machen wir Luki Luki. Doch, da geht's weiter. Da geht's ja lang, du! Na? Hi! Wadrid. Hm? Hi. Ich frage mich, wo es da hingeht. Wahrscheinlich. Ja! Dann gehen wir halt erstmal nach rechts. Nein! Nein! Wisprit! Jetzt muss ich selbst hätten machen. Das geht nicht anders. Den fangen wir uns jetzt ein. Super. Der flieht, ne? Also, Wisprit ist ja das Einzige. Also, Self und Tobo sind mal gefangen. Oder einen von beiden haben wir noch nicht gefangen. Egal. Auf jeden Fall. Wow. Dem begegnet man absolut durch Zufall. Man muss ja auf der Karte immer gucken, wie bei Suicune oder ihr kennt das, ne? Oder Latias und Latios waren auch so eine Geschichte. Und jetzt habe ich den durch Zufall getroffen. Sensationelle 10 Spielchen. Elevoltaik.
gucken, ob der flüchtet. Ich versuche ihn mal zu paralysieren. Aber ich habe keine Lust, den 100 Mal. Ja, deswegen. Bin ich am Überlegen. Wisst ihr, dass ich fliehende Pokémon hasse? Der flieht jetzt und da müssen wir ihn nochmal finden und dann können wir nur paralysieren oder nochmal Trugschlag und dann reicht's immer noch nicht. Und dann die Bälle werfen und. Da habe ich mir schon lange etwas überlegt. Viele werden mich jetzt beschimpfen, ich mache einen großen Fehler. Meisterball, los! Vesprit wurde gefangen. Ja, Freunde, ich habe mir das schon mal überlegt und habe mir gedacht, ich fange Vesprit mit dem Meisterball. Da ist er geflogen, der Meisterball. Ja, Vesprit. Als Vesprit flog, lernten Menschen Glück und Trauer des Lebens kennen, die Geburt der Gefühle. Erstmal wie lieber weggeblieben, ey. Jedenfalls, Vesprit ist ja auch so ziemlich, man, in den ersten Parts hört man ihn ja schon und er ist schon mit dem Protagonisten irgendwie, ja, es wäre nicht das Cover, aber Vesprit hat schon eine große Bedeutung in Sinnoh. Und, ja, ist sicherlich nicht das schwerste Pokémon. Viele haben gesagt, tu doch lieber Arceus mit dem Meisterball fangen. Aber Arceus ist vielleicht das stärkste Pokémon. Aber es ist kein Flucht-Pokémon, ne? Und damit haben wir den Meisterball jetzt verbraten. Und Vesprit wurde gefangen. Der jumpt jetzt also nicht mehr hier quer durch Sinnoh. Das ist ja enorm, dass ich den durch Zufall... Ich habe schon überlegt, was für ein legendäres Pokémon kann hier auf einen zukommen. Gar keins. Stromisierer. Oh Gott. Ich werde dich stromisieren. Da liegt noch ein Item. Als ob das jetzt jemand noch vergessen würde. Ja. Donnerblitz. Ja, das ist sehr schön. So habe ich jetzt... Elevolt, der kann natürlich Donnerblitz und so. Ich muss da nochmal gucken. Vielleicht liegt da noch was. Ja... Manche verstehen nicht, warum ich den Meisterball auf Vesprit geworfen habe. Ich glaube, es kommen noch mehr. Guck mal, Lumpy, den schnappen wir uns. Es kommen noch mehr legendäre Flucht-Pokémon, glaube ich zumindest. Ich glaube, Arctos, Zapdos und Lavados machen hier so einen Ärger, aber... Das war schon mal... Außerdem hat er eine üble Fangrate, also falls ihr euch erinnert an... Selva haben wir, glaube ich, gefangen. Was das für eine Qual war, Selve zu fangen. Und jetzt stellt euch vor, Vesprit, der immer sofort wegfliegt. Oder das immer sofort wegfliegt. Oder die sofort immer wegfliegt. Deswegen habe ich mir schon die ganze Zeit überlegt, wenn ich mal Vesprit begegne, dann sollte ich mal über den Meisterball nachdenken. Und das habe ich nun getan. Über seine Antennen entlädt es Elektrizität, mit der er seinen Gegnern einen Schlag versetzt. Gut kombiniert, Panzerauge. Ja. Also jetzt ist es geschehen, ne? Und falls einer in 800 Parts später fragt, hey, setz doch Meisterball ein, muss ich sagen. Oder könnt ihr dann auch in die Kommentare schreiben. Nee, der Meisterball wurde in Part, das ist 88, so und so viel eingesetzt für Vesprit. Aber dann noch bitte erklären, weil es ein Flucht-Pokémon ist und so weiter. Da geht's Wasser. Achso, ich wollte doch surfen. Hallo, ich wollte doch links lang surfen. Siehst du, ich bin schon so abgelenkt. Diesen sensationellen Szenen, die sich abspielen. Da treffen wir den hier am Wasser auf dieser Billigroute. Ich habe mich echt gefreut, dass ich gehört habe, ein legendäres Pokémon. Da sehen wir die Auen von Flori. Links. Gerade eben noch. Na, 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 na. Und da werden wir, glaube ich, dann auch hingelangen. Ich glaube, hier gibt es noch mehr. Warte, was ist das denn jetzt? Da waren wir eben schon. Das haben wir eben gesehen, gell? Pelipper. Hat mir so ein großes Maul. Soll ich mir so ein großes Maul mir gegenüber haben, Pelipper? Spaß, ihr wisst, wie es gemeint ist. Ja. Dann geht's hier noch weiter. Und... Tohaido. Heido, Heido, Heido.
Heido, 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 der Toheido hier. Und Feurio-Hütte. Warum heißt das eigentlich Feurio? Ich musste erst immer an Feuerriegel denken, aber man sagt ja auch so, das ist so ein altmodischer Begriff. Feurio! Ja. Granbull. Der kleine Cousin vom Red Bull. So, da haben wir die Feurio-Hütte, die Heimat der Gießerei. Wollen wir da reingehen? Das muss ich mir nochmal scharf überlegen. Was ist, hier muss doch auch irgendwie irgendetwas sein. Naja. Ah, okay, und hier waren wir schon. Ja, okay. Ich muss mich immer erstmal ein bisschen finden. Und da ist der Wald, der Ewigwald. Ja, ja. Gut, da kommen wir auch noch hin. Vielleicht gehen wir nochmal in die Hütte da, die da so war, so gruselig. Aber wir haben ja Dings schon gefangen, den Rotom. Oh, darf ich mal runter jetzt? Ein bisschen vertrackt die ganzen Routen. Aber ich finde Sinnoh deswegen eigentlich ganz cool. Schneckmack. Den findet man hier. Wundert ihr euch nicht auch, dass das Gras nicht angezündet wird, wenn eine pure Flamme durchs hohe Gras stolziert? Du bist wohl gar nicht so heiß, wie du tust, hä? Ja, also im Original taucht er natürlich auch immer nur in Höhlen auf, so Quark. Und eher weniger im Gras. Könnt ihr mich natürlich korrigieren, wenn es irgendwo der Fall ist. Aber was soll's? Ich würde sagen, Schneckmark wurde gefangen, ne? Ja, ja, klar. Na, 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 na. Sein Körper besteht aus Magma, bleibt es nicht ständig in Bewegung, kühlt es aus und verhärtet sich. Okay, das wird's wohl gewesen sein. Das ist wohl eine Erklärung. Gut. Wollen wir nochmal dahin surfen? Und erstmal will ich so drumherum gucken, wie das so aussieht, bevor ich da reingehe. Weil da gab's, glaube ich, noch irgendwas. Ich war natürlich absolut optional, was da drin war, aber es war schon erwähnenswert. Ich glaube, es gab eine sehr gute Feuer-TM da drin oder irgendetwas. Auf jeden Fall Pokémon, die wir bislang nicht haben. So, was ist hier? Ah, die Auen von Flori. Hab es mal auf, bevor wir da... Oder was? Wir gehen erstmal dahin. Wir sind jetzt quasi hier oben. Ist klar. Warte. Zack. Wenn wir da runtergehen, da ist das Häuschen. Also ich werde nicht runterspringen, ihr wisst es. Ein Blattstein zur Entwicklung. Das ist natürlich nice. Können wir vielleicht Duflo oder so weiterentwickeln. Das ist natürlich schon erwähnenswert. Und jetzt Donnerstein. Ne, haben wir schon. Donnerstein ist ja der Stein, mit dem sich irgendwie die wenigsten weiterentwickeln, ne? Nur Pikachu und Evoli, oder? Ach, sauber. Die Reise hat sich doch gelohnt. Ach so, dieses Muster, was hier drin ist, hatte auch was zu bedeuten, aber ich weiß jetzt nicht mehr was. War das irgendwie... Es war ein Pokémon Feuerrot und Blattgrün, war glaube ich Celebi-Schriftzug. Oh, guck mal, hier liegt noch was. Wundersaat. Ein bisschen übertrieben mit den Blumen, ne? Mein alter PC, wo ich das damals aufgenommen habe, der wird jetzt in die Knie gehen, vor lauter Blumen. Aber nee, ich habe ja meinen neuen. Ich gucke noch, was hier links ist. Ich glaube nichts mehr, aber ich gucke. Ich gucke. Nee. Sieht nicht so aus. Ja, Beeren. Erdbeeren. Eisbeeren. Und so weiter und so fort. Nierbebeeren. Ja, kein Kommentar. Setangbeere. Ja, immerhin mit den guten Sachen. Und dann hätten wir noch das da. So. Das wär's dann. Und jetzt gehen wir in die Feuerhütte. Die Heimat der Gießerei. Mal gucken. Was da abgeht, das sehen wir im nächsten Part. Auf keinen Fall verpassen. Bis dann und ciao. Daumen hoch. Danke fürs Ansehen.